Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst ja, dass ich es überhaupt nicht mag, zum Friseur zu gehen. Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn da irgendwie was gemacht wird. Und ja, deswegen habe ich in letzter Zeit einfach meine Haare selber geschnitten, beziehungsweise immer die Spitzen unten abgeschnitten. Und heute dachte ich mir, versuche ich doch mal einfach so einen Stufenschnitt zu erzeugen. Und ich habe mir einige Videos auf YouTube angeguckt und ich glaube, dass es gar nicht mal so schwierig sein wird. Also testen wir das Ganze einfach mal. Als allererstes dachte ich mir, kürze ich die Haare ein bisschen einfach nur, ohne da jetzt irgendwie Stufen reinzumachen. Das funktioniert folgendermaßen, indem man sich einfach die Haare durchkämmt. Und zwar richtig ordentlich. Und hinten ein Pferdeschwanz, also einen Zopf macht. Und zwar ganz unten. Ganz unten an den Haaren, also hier unten, einfach nur so ein Zöpfchen. Und das muss ganz, ganz stramm und wirklich auch gerade auf dieser Mittellinie sein. So, dann, wenn man das gemacht hat, muss man die Haare nochmal richtig gut durchkämmen und dann nochmal ein Haargummi reinmachen. So, ich hoffe, das ist jetzt gerade, weil wenn nicht, dann, ja, egal. Ich glaube, die Haare sind lang genug. Wenn ich irgendwas versammeln sollte, ist eh scheißegal. Okay. Ja, dann würde ich erstmal. Dann muss man hier einfach nur mit den Fingern gerade runtergehen. Dann ist es auch noch von Vorteil, da jetzt einfach so reinzuschneiden, damit das irgendwie. Keine Ahnung. Und jetzt versuchen wir mal, diesen Stufenschnitt zu erzeugen. Ich mache noch mal alles raus und das mit dem Stufenschnitt soll eigentlich auch nicht ganz so schwierig sein. Man muss einfach nur die Haare über Kopf mitten, also über Kopf kämmen, ordentlich zusammenkämmen und einfach oben auf dem Kopf einen Pferdeschwanz machen. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich glaube, das ist okay so. So, das dürfte okay so sein, hoffe ich doch mal. Ja, wenn es schief ist, auch Pech gehabt. So, und jetzt soll man einfach die Haare wieder kämmen. Einfach ordentlich durchkämmen. Und eigentlich ist das gleiche Prinzip wie bei dem anderen normalen Schnitt. Hier ist es aber so, also ich habe ein paar Videos gesehen, das erklärt wurde, umso höher das am Kopf ist, umso stufiger wird dieser Schnitt. Ich bin aber gespannt. Meiner müsste ja richtig stufig sein, weil der Pferdeschwanz ist ja hier richtig vorne. So, dann machen wir nochmal so ein Haargummi rein. Soll ich einfach mal so viel abschneiden? Ich meine, das. Eigentlich ist das okay, oder? So viel abschneide. Das ganze Gestrüpp weg. Ich mache das jetzt einfach. Scheiße, ich traue mich nicht. Ich meine, es macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt so wenig abschneidet. Die Haare fühlen sich auch hier natürlich besser an als hier. Ich glaube, das ist auch das. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Also. Wenn ich jetzt einfach so. Okay, so viel. So viel. So viel schneide ich jetzt ab. Sieht ganz okay aus. Hier noch vielleicht ein bisschen. So, jetzt mache ich das Ganze mal auf. So, das Ergebnis. Ich habe ja leider kein Spiel, deswegen muss ich mal so gucken. Och ja. Eigentlich sind die Haare immer noch lang. Eigentlich hätte ich ja viel mehr abschneiden können, aber ich finde, das Ergebnis ist toll. Das ist echt cool. Ein paar kürzere Strähnchen, ein paar längere. Also das Ergebnis finde ich ganz gut. Das war mein Test. Wie schneidet man Haare? Und ich finde, das Ergebnis ist wirklich toll geworden. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, kürzere Haare sollte man vielleicht nicht selber schneiden, weil bei längeren Haaren sieht man das irgendwie nicht so, falls es doch schief gehen sollte. Aber ich bin sehr zufrieden und ich werde das mit diesen Stufen tatsächlich auch, glaube ich, öfters machen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mal einen Daumen nach oben und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch mal versucht habt oder ob ihr vielleicht auch jetzt auf die Idee kommt. Ich habe keine Ahnung, ich bin eigentlich keine Friseurin, wie ihr wisst. Ja, also alles, was ihr tut hier, auf eigene Verantwortung. Aber ja, ich glaube, wenn man immer ein bisschen abschneidet, dann passiert schon nichts. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Bis dahin, tschüss!